18. Spieltag der Regionalliga Südwest traf der VfB Stuttgart 2 auf Omazia Worms. Vor 385 Zuschauer sahen diesen langen Ball in die Spitze von Omazia, aber der Stürmer kommt nicht mehr richtig hinter den Ball. Dann wieder die Omazia. Der Ball wird abgelegt, der Kopfball hinter die Abwehr. Der Omazia zieht ab, aber Kastenmeier im Tor des VfB hält. Wir schreiben die 14. Minute, langer Einwurf. Die Flanke segelt rein. Da kommt der Omazia an den Ball, zieht mit Glück am zwei VfB-Verteidigern vorbei und zieht ab. Sowas kann man natürlich verteidigen. Aber wenn es nicht läuft, dann läuft es halt einfach nicht. Alan Stulin trifft für die Omazia in der 14. Spielminute. Wieder die Omazia. Der Ball kommt in den Rückraum. Flanke kommt. Kastenmeier kommt raus. Er muss ihn haben. Kommt aber nicht richtig hin. Daraufhin die Flanke, aber verpasst. Ist im Hintergrund nochmal der Schuss, aber Kastenmeier hat ihn diesmal sicher. Eckball. Ball segelt rein. Der Omazia legt ab. Aber aus dieser Chance wird nichts mehr. Jetzt mal der VfB 2. Der Ball kommt bei Pascal Breyer an, legt nochmal ab auf Giovanni Elva. Elva schießt, aber abgeblockt. Nächste Chance für unseren VfB 2. Pascal Breyer legt nach außen. Die Flanke kommt rein, aber der Omazia ist mit seinem Kopf dazwischen. Und wieder der VfB. Diesmal über die linke Seite. Der Ball kommt. Schuss kommt, aber wieder abgeblockt. Omazia zieht ab, aber knapp am Kasten des VfB vorbei. VfB wieder am Ball, Elva am Ball, Elva am Ball, aber vorbei. Langer Ball von Kastenmeier nach vorne. Ball wird zu Pascal Breyer abgelegt, er schießt, aber schon wieder ein Omazia mit einem Körperteil dazwischen. Langer Einwurf vom VfB. Aber die Omazia kann klären und jetzt kommt der schnelle Konter. Und Kastenmeier klärt zur Mitte und da ist das 0:2 für die Omazia. Thomas Gößweiner mit seinem dritten Saisontor. Der Joker sticht. 0:2, 71. Minute. Freistoß für den VfB, Nicolas Sessa und krach, der Ball an die Latte. Schade. Und wieder Sessa mit einem Freistoß, aber diesmal hat ihn der Torwart. Und der VfB nochmal mit seinem Schluss-Powerplay. Spieler setzt sich auf außen durch. Flanke kommt rein, aber der Torwart riskiert Kopf und Kragen und kann den Ball klären. Und wieder ein langer Ball von Kastenmeier in die Spitze, Elver verlängert. Aber Breyer kommt nicht mehr hin. Und dann der lange Ball der Omazia. VfB-Verteidiger vertändelt den Ball, das darf so nicht passieren. Omazia mit der Entscheidung, mit dem 0:3.
Und wieder ist es Thomas Gößweiner. Viertes Saisontor, wieder der Joker. Aber sowas darf hinten nicht passieren. Und so ist es kein Wunder, dass der VfB auch sein drittes Spiel in Folge verliert. So wird es ganz schwer, oben wieder mit hinzukommen. Dabei war man so gut in die Saison gestartet.